trauern den Verlust unseres zukünftigen Königs. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings. Geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennend gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston, ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden. Und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase machen. Vorsicht! Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Theodford, da vor uns. Holz, Rauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Vorsicht! Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Vater, es ist so wenig. Du musst wegreden. Alles. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald starb bei der Verteidigung East Englas. Bei deiner Verteidigung. Willst du das nicht auch tun? Was? Mein Leben für eine aussichtslose Sache geben? Ich habe andere Probleme. East Engla wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin. Aber die Männer Theodfords haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsrast. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodfords dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm.
Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch! Hey du, Dänen! Auf ein Bock! Her! Hast du Mutter gesehen? Oh, du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Bevor die bösen Männer kamen. Ich wollte gleich zurück sein. Königsrast. Heimgesucht von Rüds Männern. Will sich davon stehlen!
langsam! Ich sollte ins Horn stoßen, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Das Horn! Wie lange habe ich diesen Süßen nicht mehr? Das Feuerwehr will sich davonstehlen! Macht es wie ich! Gegrüßt! Hier drüben! Ich habe mein Versprechen gehalten, Greve. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir East Engler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Kastellbuch. Das ist die Seele des Märtyrers Edmund. Er plagt seine Mörder.
Gesetzlose bedrohen das Land. Es gibt Glaubenskämpfe, wechselnde Bündnisse. Da ist eine starke Hand nötig. Schwer vorstellbar, dass hier irgendwer lange gemacht ist. Kaum Handel. Theodfort ist gekommen. Nun sollte ich zu Finn in unserem Vorposten stoßen. Das kam aus Elmenham. Valdis muss dort eingetroffen sein. Die Flotte der Brüder. Versammelt und bereit. Was hast du denn genommen? Endlich kommt mein Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen, wie es Staub ansetzte. Unsere Schiffe sind stabil. Oh. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodfort hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodforts Gräbe ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüds Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüds Männer dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff. Ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Diese Lande, die ihr eure Heimat nennt, stehen kurz vor dem Untergang. Verbrannt und geplündert durch Rüds Clan, gezeichnet von endlosen Kriegen. Doch heute kämpfen wir für sie. Heute holen wir sie uns zurück. Und morgen bauen wir sie wieder auf. Für East Anglia. Für East Anglia. Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Anglia von Rüds Clan. Ein für alle Mal. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume. Leben.
Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Das flammende Seeross gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu nähren. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Thank you.
Oswald lebt! Eivor, bist du das? Halt dein Maul, Hänfling! Halt durch! Das dauert nicht lang! Sorgt euch nicht um mich! Du musst... Schweig, du Narr! So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir! Ich töte dich! Verflucht seist du! Yeah.
Verdammt sein, König! Ja. Und du wirst das nicht sein! Dieser erbärmliche Wurm in dem Käfig? Du bist blind! Die müssen beherrscht werden, Wolfsmal! Als Trell, nicht als Gleiche! Wir sind besser als ein jeder von denen! Zerr mich nicht in die Jauche, in der du dich suhlst! Das ist dein Ende, willst du sterben? Trotz allem wird nur die kalte, dunkle Stadt von Wehlheim auf dich warten. Walhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute. Noch nicht heute. Wieso kämpfen? Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Wie ein schenkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. Erst Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Der rechtmäßige König von East Angler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, wie es ihm geht. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst gar nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwegen geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft. Mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen.